brennt gerade die Bude. Komm mal her. Also heute haben wir hier 18 Leute vom Gewerbeaufsichtsamt, untere Wasserbehörde, alle Leute, die du nicht sehen willst, zu Besuch. Was die hier machen, Ärger. Ich schaff das nicht. Alter, hier brennt echt der Kippen. Alter, Katastrophe. Die gucken jetzt den ganzen Hof an, Michael? Ja, sehr wahrscheinlich ja. Zu entdecken gibt es hier nicht nur für Ämter eine Menge. Du hast aber nichts zu befürchten, oder? Nein! Ich habe nichts zu befürchten. Nee, das ist, mir wird gerade schlecht. Mach was anderes, sonst kriege ich gerade dunkle Flecken im Bild. Tatsächlich startet eine kleine Delegation, Michaels Reich auf Herz und Nieren zu prüfen. Grund, der Anruf eines Nachbarn, der sich Sorgen um die Umwelt macht. Kein Kommentar. Zigarettenprüfung. Der Hof ist bis unters Dach mit US-Ware vollgestopft. Finden kann man hier bestimmt immer was. Das ahnt auch Michael. Und dann schicken die Leute hier hin, die wissen auch nicht mal, was ein Mutt ist. Hör mal, du sagst, diese Autos, die haben sie doch aus Saudi-Arabien hier importiert, um die hier zu verschrotten. Na klar, ich bin nach Saudi-Arabien geflogen. Bin in Saudi-Arabien noch mal 1000 Kilometer geflogen, hab mich ins Auto gesetzt, bin 8 Stunden durch die Wüste gefahren, um an der Versteigerung teilzunehmen, um 500 Autos zu kaufen, die ich dann in Container packe, die ganze Strecke an den Hafen fahre, 2 Wochen nur Sand zwischen den Zähnen hab, damit die hier ankommen, ich die verzolle, um die dann hier zu verschrotten. Das ist total logisch. Verstehe ich aber nicht. Für Michael ein Sammelsurium von Schätzen, für andere Schrott. Alter, bin ich im Arsch, ey. Die machen mich fertig. Ich glaube, die haben vor, mir den Gar auszumachen. Alles wäre zu voll, überall wird zu viel Material rumstehen. Die Reifen sind zu schwarz, die Autos sind zu grün. Es wird nicht gut. Verstehst du, das geht um meinen Arsch. Das geht nicht um irgendwas, das geht um alles hier.